Es ist eine ganze Menge drinnen. Wir schauen uns erst die Neuerungen im Project for the Web an. Da geht es um Terminplanung, Ressourcenplanung und da gibt es auch ein Report-Pack, das Microsoft zur Verfügung stellt. Das wird der erste Teil sein und danach werden wir uns unsere Ergänzungen anschauen, was man alles da drumherum noch dazu braucht, um ordentliche Projektmanagement-Lösungen zusammenzukriegen. Also hier das Thema Projektanträge, also wie überhaupt Projekte entstehen, nicht einfach nur ein Projekt neu, sondern halt auch mit einem Workflow dahinter, dass es auch genehmigt werden muss, wenn es ein neues Projekt geben soll. Eine Stakeholder-Analyse, Termine und Kosten hatten wir oben schon, aber da werden wir hier auch noch andere Finanzdaten sehen. Risiken, offene Punkte und so weiter, bis hin zu einem Statusbericht, beziehungsweise auch das Thema Programme und Portfolios, dass man so Projekte auch zuordnen kann zu eben Programmen und Portfolios und auch die entsprechend in einem sehr umfangreichen Multi-Projektberichtspaket, das mitgeliefert ist, auch auswerten zu können. Genau, fangen wir an mit Microsoft Project for the Web und wir werden uns hier ein bisschen abwechseln. Ich zeige hier ein paar Folien und mein Kollege Thomas Henkelmann wird Ihnen dann das Ganze auch live zeigen. Und bevor wir das tun, jetzt aber mal die Frage der Übersicht der Microsoft Planungstools. Es gibt ja schon ein paar davon und fangen wir vielleicht trotzdem, weil es sehr oft nachgefragt wird, mit Planner an. Ja, Planner ist eine nette Taskboard-basierte Planungsgeschichte, wo ich individuell meine Tasks planen kann oder aber auch vielleicht die von einem kleinen Team. Naja, ein Plan ist das, was die Tasks zusammenhält. Das heißt auch gar nicht Projekt, das heißt einfach Plan. Das ist eine relativ einfache Geschichte. Datenbasis, es ist eine losgelöste Sache in der Cloud sozusagen, die ist nirgends angeschlossen. Im Gegensatz zu Project Online bzw. Project Server gibt es ja schon seit langer Zeit und wird es auch noch lange geben. Das heißt, alles das, was hier auf der Basis von SharePoint schon seit 2010 oder noch früher zur Verfügung steht in der jetzigen wesentlichen Ausbaustufe, das ist seit langem bewährt, ist bei sehr vielen großen Firmen im Einsatz und wird auch noch lange weiter betrieben werden. Das heißt, es gibt jetzt auch kein Thema, dass das demnächst abgelöst wird. Wird die nächsten Jahre ganz normal parallel betrieben, wohlgemerkt zu dem nächsten Thema Project for the Web, was wir uns heute anschauen werden, das allerdings technologisch auf komplett neuen Beinen steht. Hier unten drunter steht eben nicht SharePoint, sondern da steht eben Power Platform. Das heißt, die Daten, die wir hier in diesen neuen Projekten speichern, werden im CDS gespeichert, im Command Data Service, beziehungsweise haben wir mit Power BI die Möglichkeit, das auszuwerten. Mit Power Automate, wie es neuerdings heißt, haben wir die Möglichkeit, Workflows zu bauen und Daten in andere Systeme auch zu übertragen und mit Power Apps entsprechend drumherum noch ganz viele andere Dinge zu bauen. Und das, was wir da schon gebaut haben, ist eben genau das, was unser Project Power Pack letztendlich ausmacht. Das ist etwas, was wir eben in Power Apps oder als eine Power App gebaut haben, was wir uns nachher dann entsprechend anschauen werden. Das heißt, Microsoft hat also drei Sachen parallel. Der Planner, wie gesagt, eher für die persönliche Taskplanung, hat auch keine Verbindung zu Project oder Project for the Web. Project Online, ja, seit langer Zeit für ausgewachsene Enterprise-Umgebungen, beziehungsweise Project for the Web als neues, wird jetzt hier vom Funktionsumfang langsam auch von Microsoft nachgerüstet. Das heißt, in den nächsten Jahren wird Microsoft da immer mehr und mehr Funktionalität nachschieben. Nur nachdem das halt ein bisschen dauert, haben wir das schon mal ein bisschen vorne weggenommen und selber einige Ergänzungen dazu gebaut. Wie schaut das aus von dem Funktionsumfang? Also Vorgangsplanung, ja, das können alle. Zuordnung von Personen, das können auch alle. Also sowohl der Planner Project for the Web als auch Project Online in Verbindung mit Project Desktop Client. Eine Board-Ansicht gibt es da auch, allerdings unterscheiden die sich schon in ein paar wesentlichen Punkten. Eine Teams-Integration gibt es hier schon und da eigentlich nicht, da kann man höchstens einen Tab einfügen. Anzeige in der Roadmap geht vom Planner schon mal nicht, aber Project for the Web bzw. Project Online kann das. Eine Tabellenansicht haben die natürlich, eine Gantt-Ansicht haben sie, das ist eh klar. So, und jetzt haben wir aber hier einfache Vorgangsverknüpfungen können beide. Umfangreiche Verknüpfungen und kritischen Weg, den gibt es halt nach wie vor derzeit nur im Project bzw. noch nicht in Project for the Web. Dafür ist es aber so, dass das Co-Authoring, also das gemeinsame Arbeiten an Plänen im Project for the Web möglich ist, während das im Project Online oder auch im Desktop-Client nicht nachgerüstet wurde und auch nicht wird. Tja, und dann wird es jetzt schon dünn auf der linken Seite im Moment. Das heißt, Basispläne, Kalender, benutzerdefinierte Felder gibt es nicht im Project for the Web. Eine Ressourcenplanung gibt es schon. Die hat in manchen Tenants noch eine kleine Einschränkung, beziehungsweise wird auch in Zukunft wahrscheinlich nicht so umfangreich sein, wie sie im Project schon ist. War aber auch der Ansatz von Microsoft, das einfacher zu machen, weil da ja doch viele Leute, ja, sagen wir mal, verzweifelt sind.
Darum hat Microsoft hier versucht, das sehr einfach zu gestalten. Im ersten Wurf war es ein bisschen zu einfach. Es wird jetzt gerade nachgerüstet, dass es ganz gut benutzbar ist. Ja, Zeitrückmeldung gibt es im Project, Finanzplanung, Risiken, Probleme und so weiter über SharePoint und Portfolio Management ist eine extra Funktion. Beziehungsweise Change Request, Lessons Learned und andere Dinge gibt es hier derzeit gar nicht, aber wir werden nachher sehen, in dem, was wir gebaut haben, wird es schon drinnen sein. Also, das, was wir jetzt als nächstes uns anschauen, ist eben die Geschichte hier, Project for the Web. Und dann würde ich doch einfach mal sagen, Thomas, ich mache dich zum Presenter und zeig doch bitte mal, was das Ding so kann. Prima, Hans, vielen Dank. Ja, auch von meiner Seite noch herzlich willkommen. Wir schauen uns mal diese ganze neue Lösung an, die Microsoft dort gebaut hat und beginnen natürlich mal mit dem Einstieg für den Anwender. Wo finde ich denn beispielsweise meine Projekte? Und das ist vielleicht schon mal der erste Punkt. Es gibt für Project for the Web jetzt kein zentrales Projektverzeichnis, wie man es vielleicht von anderen Werkzeugen auch kennt, sondern es gibt ein sogenanntes Project Home. Ja, relativ einfach erreichbar hier oben über project.microsoft.com. Und dort finde ich einerseits die Projekte, in denen ich zuletzt gearbeitet habe, interessanterweise sowohl, was hier als Project heißt, ist genau diese Project for the Web Funktionalität, als auch vielleicht noch Projekte, die ich mal in einer Project Online Umgebung geöffnet hatte. Also schon so ein zentraler Ansatz für den einzelnen Anwender, um seine bevorzugten Projekte beispielsweise zu finden, die Möglichkeit Favoriten zu setzen, werden wir auch alles sehen, aber jetzt steigen wir mal ein und verschaffen uns erstmal einen Überblick über das, was Project for the Web tatsächlich ist. Ich gehe mal hier rein, lege ein neues, leeres Projekt an, momentan auch die einzige Möglichkeit, ein neues Projekt tatsächlich zu starten. Also es gibt keine Projektvorlagen, es gibt keine Projektanträge, es gibt keine sonstigen, sage ich mal, Mechaniken im Hintergrund, die so einen Projektplan mal füllen würden. Aber es ist ja auch bewusst so gemacht, dass es erstmal einfach ist. Ja, das heißt, wir beginnen mal hier sozusagen mit unserem ersten Projekt vielleicht für heute. Ich nenne es einfach mal so, wie unser Webinar heißt. Ich bin automatisch der Projektmanager. Ich habe einen Anfangstermin. Ich habe natürlich noch keine berechneten Funktionen dazu. Soweit mal in Ordnung. Das heißt, damit ist das Projekt hier jetzt mal verfügbar und ich kann anfangen, den Projektplan mal aufzubauen. Ja, und aufzubauen heißt natürlich im Wesentlichen die üblichen Dinge. Ich kann Vorgänge anlegen, ganz normal. Ich kann darunter natürlich mal reingehen und auch Untervorgänge anlegen. Das gibt es dann tatsächlich zum Bearbeiten für die Profis aus Microsoft Project über die Tastenkombination, ja, die man an dieser Stelle einfach auswendig kennt. Oder man geht eben rein und sagt, das soll beispielsweise eine Teilaufgabe sein. Also ein Ausrücken, Projektstruktur im Sinne von Sammelvorgängen, im Sinne von einzelnen Vorgängen kann ich damit ganz schön bauen. Machen wir hier dann vielleicht noch irgendwie ein Security-Konzept, das auch noch in die Analyse mit sozusagen aufgebaut werden muss. Und damit habe ich mal so den ersten Teil meines Projektplans aufgebaut. Vielleicht möchte ich gar nicht alles selber machen, sondern ich habe für einzelne Bestandteile meines Projektes natürlich auch meine Experten mit dabei und kann jetzt natürlich hingehen und sagen, okay, damit können wir jetzt auch schon gemeinsam an so einem Projekt beispielsweise arbeiten. Das heißt, ich gehe hier einfach mal noch rein und sage, gut, momentan bin ich ja der Einzige, der in diesem Projekt Berechtigungen hat. Ich habe es ja neu angelegt. Jetzt hätte ich gern den Hans hier mit dabei und füge ihn in diesem Projekt mit hinzu. Und was ich dabei mache, ich lege eine neue Gruppe an in der Microsoft Cloud. Das ist ja alles Cloud-basiert. Project for the Web gibt es ja eben auch nur als Cloud-Lösung. Da gibt es keine entsprechende On-Premise-Variante. Das heißt, alles passiert hier über letztendlich O365 Gruppen, die erstelle ich auch einfach mal an dieser Stelle und weil ich ihn eben sozusagen mit eingeladen habe, wird er automatisch auch gleich berechtigt, in diesem Projektplan beispielsweise mitzuarbeiten. So, jetzt könnten wir natürlich hier uns mal reinschauen, was ist denn sonst noch drin im Project for the Web und da Hans jetzt, sage ich mal, großes Engagement hat und gute Ideen, was man vielleicht in der zweiten Phase beim Prototyp machen könnte, dann kann er das ja gerne in diesem Projektplan ergänzen. Ich bleibe mal hier auf dieser Ebene sozusagen und führe Sie mal durch die weiteren Funktionen, die jetzt Project for the Web schon hat. Sie sehen im Hintergrund, ohne dass ich mich bewege und ohne dass meine Maus was macht und meine Tastatur was macht tatsächlich, wird im Hintergrund der Projektplan jetzt weiter aufgebaut. Also sehr schönes Zusammenarbeiten in diesen Projekten, dort wo es einfach eine sinnvolle Ergänzung beispielsweise ist. Schauen wir uns mal das Datenmodell hier vielleicht an. Ja, Datenmodell heißt ja, was sehe ich denn zu diesem Projekt? Natürlich den Namen der Aktivitäten, wer kümmert sich denn darum? Und jetzt kann ich hier bestimmte Spalten hinzufügen und diese Spalten sind auch diejenigen, die in dem
modernen Microsoft Project, wie es also wirklich auch allgemein heißt. Microsoft Project versteht man tatsächlich heute diese Oberfläche hier, dieses Project for the Web. Und das sind die Daten, die ich dort nutzen kann. Nicht mehr und natürlich weniger, aber ich kann das Datenmodell heute nicht erweitern. Ich kann keine Zusatzfelder hinzufügen. Aber es ist auch bewusst so gebaut, eben für diejenigen, die mal schnell eine Planungslösung brauchen, die keine große Schulung wollen, die keine Konfiguration bauen wollen, sondern die schnell eben hier auch zum Arbeiten kommen wollen. Jetzt kann ich mir den Aufwand natürlich hier noch entsprechend mit einblenden lassen. Sie sehen, da ist an bestimmten Stellen schon was passiert. Warum? Weil mein Co-Autor Johann Strasser mich hier in diesen Vorgängen hinzugefügt hat und erstmal ein gewisser Automatismus gilt, nämlich 10 Tage Dauer geschätzt, 100% Zuweisung macht 80 Stunden. Das sind aber natürlich Größen, die ich unabhängig voneinander bearbeiten kann. Das heißt, wenn ich glaube, ich schaffe das auch in 40 Stunden und damit natürlich beispielsweise in 5 Tagen, dann kriege ich das entsprechend auch hin. Das heißt, da gibt es gewisse Rechenfunktionen, gewisse, sage ich mal, Terminplanfunktionen, die man natürlich aus so einem System heraus auch erwartet und die im Wesentlichen davon ausgehen, dass der Mitarbeiter eine gewisse Zuordnung hat in Prozenten, die dann im Wesentlichen auch stabil gehalten wird. Schauen wir uns an, was noch drinsteckt. Klar, die üblichen Informationen muss ja sein. Natürlich ein Anfangstermin muss drin sein, ein Endtermin muss drin sein. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen interessanter. Ein sogenannter Bucket. Was soll denn ein Bucket sein? Schauen wir uns gleich an. Die Möglichkeit, Inhalte meines Projektplans logisch anzuordnen und zwar unabhängig von der Projektstruktur, die ja hier über die Sammelvorgänge letztendlich entsteht. Ansonsten, wie gesagt, gewisse Fortschrittsinformationen noch beispielsweise, gewisse Abhängigkeiten. Alles gut, mehr muss man nicht machen. Das reicht ja erstmal, sich einen Überblick zu verschaffen. So, was ist denn jetzt wirklich neu? Ja, eine Terminplanliste, wie wir es hier haben in so einem Raster. Okay, schön für die Übersicht, soweit in Ordnung. Hilft mir vielleicht, um hier einfach schnell planen zu können. Aber ganz häufig geht es ja auch darum, so ein Projekt dann mal etwas effizienter vielleicht zu organisieren. Und zu organisieren heißt jetzt eben beispielsweise, ich könnte hier reingehen und könnte sagen, das sind jetzt beispielsweise meine offenen Aufgaben. Offene Aufgaben. Ups, machen wir auch ganz richtig nochmal an der Stelle. Wunderbar. So, dann mache ich einen weiteren Bucket, der geht vielleicht in das Thema Infrastruktur. Ja, wir sind natürlich jetzt hier traditionell vielleicht mit unseren Softwareideen unterwegs. Wir machen vielleicht noch einen Bucket, der geht dann Richtung Lizenzen. Und dann gibt es vielleicht noch einen Bucket, der geht sozusagen Richtung Konfiguration einer Lösung, die man sich vielleicht baut. So, und jetzt kann ich eben hingehen und sagen, gut, alles, was wir hier an Aufgaben vielleicht bisher einzeln aufgebaut haben, also wir schauen uns mal das Security-Konzept an, das geht ganz sicher in das Thema auch, sage ich mal, Infrastruktur. Das Datenmodell ist für mich eher was, was die Konfiguration angeht. Performance könnte an den Lizenzen hängen beispielsweise. Also ich kann jetzt tatsächlich die Aufgaben, die in dem Projekt auch einzelnen Leuten hier zugewiesen sind, und in diesem Kartenformat zum einen bearbeiten. Ja, die Karte selber kann ich mir natürlich auch anzeigen lassen und in der Karte arbeiten, wenn mir das gut gefällt. Da sind jetzt ein paar Gemeinplätze drin. Ja, wie werden Aufwände berechnet? Welche Termine haben sich beispielsweise ergeben? Aber eben auch die Möglichkeit, hier Abhängigkeiten letztendlich darzustellen. Ich könnte also hier auch reingehen und könnte sagen, ja, das wird wahrscheinlich auch vom Datenmodell abhängen an dieser Stelle, wie wir das Security-Konzept beispielsweise umsetzen. Damit rechnet sich natürlich auch eine Termininformation auf einmal und wir kriegen einen abhängigen Projektplan mit Vorgängern und Nachfolgern in einer einfachen Struktur. Es gibt wirklich in der Anfangsbeziehungen keine anderen, ist aber auch völlig in Ordnung für das, was man hier vielleicht letztendlich erreichen möchte. Das sieht schon ein bisschen aus wie der Planner, ist auch bewusst so gemacht, der Wiedererkennungswert dahinter, auch die Möglichkeit, das verschieden umzusetzen, ja, zum Beispiel mal nach dem Status das Ganze einfach zu gruppieren. Aha, und jetzt habe ich plötzlich so eine Kanban-View. Ist ja auch schön, ja. Das heißt, ich kann jetzt tatsächlich hier reingehen und sagen, mit dem Datenmodell haben wir tatsächlich heute auch schon begonnen. Damit sind wir auf 50% sozusagen. Und irgendwann schiebe ich die restlichen Aufgaben eben hier letztendlich durch. Natürlich könnte ich innerhalb der Aufgaben durchs Verschieben nach oben und unten auch wiederum meine Priorität letztendlich setzen, damit ich die Aufgaben zum richtigen Zeitpunkt auch entsprechend angehe. Dazu ist vielleicht dann die Ansicht sogar nach dem Endtermin noch ein bisschen interessanter. Ja, Daten Modell macht Sinn, das soll diese Woche ja auch fertig werden, beziehungsweise nächste Woche. Das sind alles Aufgaben in der Zukunft. Momentan andere, okay, Hans war fleißig, hat die Performance-Anforderungen schon durchgearbeitet, nicht schlecht, statt 5 Tagen 5 Minuten, aber das sind wir ja auch nicht anders gewohnt. Also, das passt sicher an dieser Stelle für diese
Bucket View oder Karten View oder Board, wie es hier letztendlich heißt. Natürlich sagt man, ja, aber wir sind doch Terminplaner. Wir müssen doch mal wissen, wie so ein Projekt insgesamt auch aussieht. Und dafür gibt es natürlich eine Zeitachsendarstellung, ganz klar. Das heißt, eine Zeitachse, die mir hier den Terminplan auch mal mit einem klassischen Gantt-Chart vielleicht anzeigt, mit Fortschrittsgraden, Abarbeitungsgraden beispielsweise. Und auch, man sieht hier schon mit einer gewissen Möglichkeit, auch Termin beziehungsweise Vorgänge sozusagen zu verknüpfen, ja, auch hier zum Beispiel grafisch zu arbeiten. Früher immer ein großes No-Go, ja, in Microsoft Project, weil man Constraints erzeugt hat aus Versehen oder man ist abgerutscht und woanders gelandet. Hier ist es relativ gut gemacht, muss ich sagen, von der Oberfläche, um eben sowas letztendlich auch darzustellen. Aber Sie hatten ja vorher schon gesehen, dass ich die Verknüpfungen zum Beispiel auch direkt in dem Raster oder im Board machen kann oder hier in der Zeitachse. Jetzt machen wir vielleicht noch Meilensteine dazu. Macht natürlich absolut Sinn, an dieser Stelle auch mal hier entsprechende Meilensteine letztendlich zu markieren und entsprechend auch zu verknüpfen. Das heißt, ich kann auch die beiden hier letztendlich markieren und dann zum Beispiel eine Abhängigkeit hinzufügen, damit der Meilenstein hier natürlich richtig gesetzt wird. Das Ganze mache ich hier unten auch noch. Und dann habe ich schon mal einen relativ guten Terminplan. Ja, dass jetzt der Prototyp nach der Analyse kommt. Ja, wenn man darüber nachdenkt, ist das vielleicht gar keine schlechte Sache. Das heißt, auch hier baue ich mir noch einen echten Terminplan auf, den ich dann soweit auch mal präsentieren kann. Also verschiedene Zoomstufen dafür, soweit in Ordnung. Charmant eben daran, die Daten dafür liegen jetzt in einem neuen von Microsoft in der Cloud angebotenen Datenmodell, dem Common Data Service, in dem eben solche Standardentitäten für Projekte, für Aufgaben und für zugewiesene Mitarbeiter automatisch zur Verfügung gestellt werden. Und das ist das Schöne daran, die sind offen für das Thema Reporting, für das Thema Auswertungen. Die sind aber auch offen für das Thema Erweiterungen und Ergänzungen von Funktionalitäten. Und das werden wir ja im zweiten Teil des heutigen Webinars sehen, wenn wir uns mal über die Ergänzungsmöglichkeiten letztendlich unterhalten. Also, Terminplan an dieser Stelle. Schnell aufgebaut, ansprechende Oberfläche, wirklich, sage ich mal, sehr, sehr intuitiv damit zu arbeiten. Also die großen Schulungen wird man dafür nicht brauchen. Und das ist ja genau auch die Idee, die Microsoft an dieser Stelle verfolgt, weil sie sagen, naja, das Arbeiten in Projekten ist heutzutage das Normale. Ja, die klassischen Linientätigkeiten, ja, die gibt es schon auch, aber fast alles wird in Projekten abgewickelt. Wir haben mehr und mehr Leute, die mal einen Terminplan machen müssen, ohne eine wirkliche, sage ich mal, PM-Ausbildung, ohne vielleicht auch die entsprechenden Tool-Schulungen letztendlich zu durchlaufen. Kann man darüber streiten, ob das der richtige Ansatz ist, aber es hilft mir zumindest mal relativ schnell in so eine Lösung hier letztendlich hineinzukommen. Ansonsten auch das Arbeiten vielleicht in so einem Projektplan. Wir haben es ja schon gesehen, da wurden jetzt hier verschiedene Mitarbeiter auch mal zugewiesen. Das heißt, wenn ich hier tatsächlich auf den Aufgaben mal Mitarbeiter in irgendeiner Art und Weise verwalte, dann sind momentan ja sozusagen der Strasser und ich in diesem Projektteam. Ich könnte aber natürlich hier auch noch weitere Mitarbeiter letztendlich einplanen und könnte sagen, ja, da gibt es doch auch noch irgendwie einen Steffen Reister, wenn ich mich dunkel entsinne, oder? Der bei uns im Active Directory ja auch noch mit auftaucht. Das heißt, es gibt, anders als Sie es vielleicht bisher kennen, nicht ein Projektteam, das ich zusammenstelle aus den einzelnen Beteiligten und extra raussuche. Ich kann tatsächlich durchgreifen auf meine AD-Struktur und könnte tatsächlich Mitarbeiter einladen, in diesem Projekt mitzuarbeiten, werden natürlich per Mail benachrichtigt und alles, was dazu passt. Damit müssen Sie aber natürlich auch berechtigt werden, hier auf dieses Projekt zuzugreifen und sich die entsprechenden Informationen zu holen. Und man sieht schon, durch das Hinzufügen zu der Gruppe werden auch die entsprechenden Teams-Kanäle im Hintergrund beispielsweise den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. Also, weg von der IT, weg von komplizierten Lösungen vielleicht manchmal, intuitives Arbeiten, um hier einfach mal schnell reinzugehen, verschiedene Filtermöglichkeiten und alles, was dazugehört. Soweit, so gut. Das ist jetzt ein Projekt aus dem Project for the Web, das ich gerade eben ja letztendlich auch angelegt habe, das mir auf der Projektebene bestimmte Dinge auch visualisiert. Ja, 33% Fortschritt, eine Gesamtdauer beispielsweise dahinter und so ein paar Projektkennziffern, die hier einfach zur Verfügung stehen. Für mich ist dieses Projekt hier natürlich in meiner Oberfläche, in meinem Project Home, logischerweise sichtbar. Das heißt, ich kann hier sehen, da war ich zuletzt natürlich jetzt gerade dran.
von mir erstellt, sind alles meine Projekte oder auch meine sogenannten Roadmaps, gehe ich gleich nochmal darauf ein. Bei anderen, die mir ihre Projekte wiederum zur Verfügung gestellt haben, kann ich sehen, dass ich dort entsprechend schreibberechtigt bin, weil diese Projekte mit mir geteilt wurden. Also es geht viel um dieses gemeinsame Bearbeiten, um dieses Teilen, um dieses einfache zur Verfügung stellen in einer vielleicht bestimmten Organisation. So, jetzt habe ich einige Daten erzeugt. Jetzt habe ich hier ein paar Projekte. Das sind ja sicher nicht alle Projekte, die wir haben, oder? Das kann ja gar nicht sein. Wo kriege ich denn jetzt mal einen Überblick über das, was tatsächlich bei uns in dieser modernen Plattform Product for the Web tatsächlich geplant wurde? Und das ist eben ein sogenanntes Report Pack von Microsoft, das hier zur Verfügung gestellt wird. Kostenfrei, kann man einfach runterladen, verbindet man mit seinem eigenen Tenant. Und da sind jetzt mal so die üblichen Verdächtigen, was Reports angeht beispielsweise. Ja, also ganz charmante Reports auch zum Teil hier. Ja, mal Projekte sozusagen, die jetzt aus diesem Product for the Web stammen, mit gewissen Fortschrittsgraden, mit überfälligen Aufgaben, späten Aufgaben und auch abgeschlossenen Aufgaben. Beispielsweise als Portfolio-Dashboard in der Übersicht beispielsweise. Das Ganze auch vielleicht nochmal mit einer Timeline hier entsprechend angereichert, ja, um mal zu sehen, wann laufen denn diese verschiedensten Projekte, die hier sozusagen mal geplant waren, dann vielleicht mal die Meilensteine noch entsprechend rausziehen dazu, also quer übers gesamte Portfolio, oh, da laufen wir deutlich hinterher bei einzelnen Meilensteinen, die wären sozusagen fällig oder überfällig gewesen, was kommt die nächsten Monate noch hinzu aus ersten Projekten, die hier vielleicht drinstecken, machen wir nicht alles jetzt im Detail durch, vielleicht interessant hier unten, dass es dort auch einfach nochmal eine Ressourcenübersicht geht. Und das ist natürlich ein entscheidender Punkt, weil ich möchte ja irgendwann schon mal wissen, wie sieht es denn aus, einerseits mit der Auslastung und Verfügbarkeit meiner Mitarbeiter, die vielleicht alle in diesen Projekten hier letztendlich eingeplant sind. Und kriegt man das denn alles hin mit den Kapazitäten, die wir vielleicht auch zur Verfügung haben? Also verschiedene Sichten auf das, was aus diesem Project for the Web stammt. Das ist jetzt sozusagen das Resource, das Report Pack, das tatsächlich nur Project for the Web Daten verdaut und letztendlich visualisiert. Es gibt auch ein kombiniertes Report Pack, ebenfalls kostenfrei von Microsoft, das sowohl Product for the Web Daten als auch Product Online Daten in ein gemeinsames Report Pack zusammenzieht, wenn man zum Beispiel Organisationseinheiten hat, die eher mit den einfachen Projekten arbeiten und welche, die eine echte Portfolio Management Lösung brauchen, dann kann ich da trotzdem ein einheitliches Reporting drüber bauen. Das sollte mal kurz der Überblick gewesen sein, zu was ist Project for the Web, was kann ich damit anstellen und wie funktioniert das eigentlich? Und damit würde ich zurückgeben an meinen Kollegen Hans Strasser und gebe ihm einfach mal den Bildschirm frei. Vielen Dank. Dann haben wir jetzt mal gesehen, was Project for the Web so kann und schauen uns jetzt im nächsten Schritt an, was wir dazu noch draufgepackt haben, weil ja, ich habe schon gesehen, es ist ja doch eine relativ schmale Tabelle, die da gezeigt wird. Ein paar Spalten, die man einblenden kann, Anfang, Ende, Dauer. Vorgänger, Nachfolger gab es da noch und dann hört es aber auch schon wieder auf. Was ich überhaupt nicht gesehen habe, zum Beispiel ist benutzerdefinierte Felder, war da gar keine dabei. Das Einzige, was so ein bisschen benutzerdefiniert war, war das Thema Bucket, wo man also nochmal ein bisschen Struktur reinbringen konnte. Aber dann hört es auch auf. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach so wie altbekannt den Project eine neue Spalte anlegen zum Beispiel. Das geht halt nicht. Oder eine komplette Liste für diejenigen, die vielleicht auch mit Project Server arbeiten oder sich jetzt erwartet hätten, dass SharePoint irgendwie da drumherum noch etwas dazu bringt, gibt es alles nicht. Kann man aber alles selber machen, beziehungsweise apropos selber machen. Wir bieten auch ein Seminar an zum Thema Project App in a Day. Das heißt, Sie können da in einem eintägigen Kurs lernen, wie man sowas selber macht. Sie werden allerdings dann auch feststellen, dass da schon eine ganze Menge zu tun ist. Und wie Sie hier sehen, wir haben schon eine ganze Menge getan. Also hier, wir haben einen Projektantrag und eine Freigabe, Workflow dazu gebaut. Wir haben das Thema Termine und Kosten noch weiter aufgebrezelt. Wir haben eine Stakeholder-Analyse eingebaut, Risiken und offene Punkte, Statusbericht und auch eine Historisierung für Statusberichte reingelegt. Und wie gesagt, eben auch nochmal Programme und Portfolios oben drüber und das Berichtspaket, das Sie gerade gesehen haben, das es von Microsoft gibt, das haben wir selbst auch entsprechend verwendet, beziehungsweise ist von Grund auf nochmal neu aufgebaut, weil wir ganz andere Daten mit drinnen haben, aber ist auch in Power BI und sieht vielleicht in manchen Teilen auch so ähnlich aus, ist aber letztendlich so gebaut, dass es auf alle diese Daten insgesamt nochmal zugreift. Das heißt, wir haben jetzt alles das, was wir im PPM Paradise sonst normalerweise noch dazu haben, und Sie kennen die Folie, falls Sie schon öfter dabei gewesen sind, das haben wir alles drumherum gebaut, weil das, was wir jetzt gesehen haben, war ja nur dieser kleine Teil, Project for the Web,
wo es um die Terminplanung geht. Alles das da drumherum, ja, ein bisschen Dashboarding war dabei, okay. Aber wenn es jetzt um einzelne weitere Sachen geht, wie einen Statusbericht und all diese Dinge, war halt eben aus der Schachtel erstmal nichts dabei. Und deshalb haben wir sozusagen eine neue Schachtel gemacht, die heißt eben Project Powerpack. So, was soll das sein? Naja, die Tabelle kennen Sie schon. Wir haben jetzt hier hinten eine Spalte dazugefügt. Im Prinzip ist es so, dass das Project Powerpack alles das kann, was das Project for the Web kann, wenn es um die Terminplanung geht. Das heißt, also eine umfangreichere Terminplanung mit kritischem Weg und so weiter konnten wir dem Thema jetzt natürlich auch nicht einhauchen, weil diese Basiskomponente ja derzeit auch von außen nicht veränderbar ist. Das muss man nehmen, wie es ist. Aber wir haben da drumherum eine ganze Menge andere Sachen eben gemacht. Wir haben hier eine Basisplanfunktion eingebaut. Wir haben die Ressourcenplanung erweitert. Wir haben entsprechend eine Finanzplanung, Risiken und so weiter dazugenommen und auch das Thema Lessons Learned und Change Requests und so weiter mit reingenommen. Und derzeit arbeiten wir an einer Zeitrückmeldung, sodass das ganze Thema insgesamt rund wird. Was ist das jetzt eigentlich? Naja, das ist eine Erweiterung zu Project for the Web. Das ist nach wie vor die zentrale Komponente, aber wir haben eben auf Power Apps Basis da was dazugebaut. Das heißt, die Daten werden im CDS, im Command Data Service gespeichert, beziehungsweise mit Power Apps haben wir die Oberflächen dazu gebaut, mit Power Automate haben wir Workflows im Hintergrund dazu erstellt und mit Power BI haben wir die Berichte dazu gebaut. Das ist einfach und schnell in der Bereitstellung. Das ist relativ schnell. Das ist ein Package, das bei Ihnen in Ihrer Umgebung deployed werden kann. Da sind eben eine ganze Menge Standardfunktionen drinnen. Die kann man aber immer noch individuell konfigurieren, beziehungsweise natürlich auch anpassen und wirklich erweitern. Also das heißt, diese Programmierung, die da drinnen ist, kann natürlich auch weiter verändert werden. Das ist jetzt nichts, was fertig abgeschlossen ist, sondern es ist tatsächlich eine Plattform, die man aus dem, oder ein Paket eben, das man aus der Schublade nimmt, installiert und dann aber auch noch weiter individuell anpassen kann. Berechtigungen werden über Gruppen und Rollen mitgegeben. Da gibt es ein rudimentäres Konzept in Project for the Web. Außerdem haben wir es in drei Sprachen verfügbar, in Deutsch, in Englisch und in Französisch. Und wir haben auch eine ganz wichtige Sache, nämlich wenn Sie Statusberichte machen, wollen Sie ja vielleicht wissen, wann ist denn der letzte Statusbericht gemacht worden? Wie hat sich denn das gesamte Thema gegenüber dem alten Status verändert? Was ist da neu? Das heißt, wir brauchen also eine Schnappschussfunktion, wo man das vielleicht jeden Monat einfach wegspeichert, sodass man den Verlauf oder die Entwicklung des Projektgeschehens hier über die Zeit nachvollziehen kann. Und wie gesagt, das Berichtspaket ist genauso mit dabei, nur etwas umfangreicher. So, das ist hier ein Beispiel von hier meine Arbeit. Da sind alle möglichen Sachen drin, die mir direkt angeboten werden. Das heißt, ich kann Programme und Portfolios noch zuordnen. Ich kann meine Projektanträge sehen. Das ist das Erste, was wir jetzt gleich auch live zeigen werden. Wir haben Risiken dazu gepackt, offene Punkte und unsere eigenen Projekte sehen wir natürlich genauso. Also erstmal nur kurz als Einstieg, wie das Ganze dann entsprechend ausschaut und natürlich oben drüber das Dashboard für die Zusammenfassung. Die Voraussetzungen, die wir dafür brauchen, das ist jetzt die letzte Folie und dann geht es nach einer kurzen Umfrage rein in die Live-Demo. Wir haben natürlich ja ein paar Lizenzanforderungen, die Microsoft uns da so auferlegt. Das heißt, wir brauchen auf der einen Seite einen Project Plan 3 oder Plan 5, wobei Plan 3 sollte normalerweise reichen. Plan 5 ist nur notwendig für diejenigen, die die erweiterten Projektdaten haben wollen. Power Apps ist die Lizenz, die ich pro Benutzer brauche, beziehungsweise Power Apps pro Benutzer und App. Das kann man sich, da gibt es zwei verschiedene Lizenzen, das muss man sehen, vielleicht haben Sie die ja auch schon. Und für alle Benutzer des Repo Packs natürlich Power BI Pro dazu. Die Bereitstellung sieht so aus, dass wir einen Anforderungsworkshop machen, dass wir die Umgebung bei Ihnen bespielen mit unserem Power Pack. Das wird dort sozusagen einfach eingespielt. Das ist eine quasi Copy und Paste mehr oder weniger. Für Trainingszwecke können Sie natürlich auch parallele Umgebungen bereithalten, wobei es ist so, dass dort das Project for the Web dann nicht dabei ist, weil das wird definitiv in diese Default-Umgebung eingespielt, damit das eben zusammen funktioniert, weil wir lesen dort ja auch Meilensteine und die Ressourcenaufwände und solche Sachen aus und das kann man entsprechend halt nur aus Ihrer Standardumgebung normalerweise machen. Und zu guter Letzt, wenn das mal rudimentär läuft sozusagen und das geht tatsächlich in zwei Tagen normalerweise, dann kann man natürlich weitere Dinge bereitstellen und an der Umsetzung von weiteren Anpassungen schrauben und so weiter. Aber das ist also nichts, wo Sie sagen, ui, da brauche ich jetzt einen Antrag, eine sechsstellige Summe vielleicht und ein halbes Jahr Anlauf. Nein, ganz im Gegenteil, es ist relativ preiswert beziehungsweise auch auf der zeitlichen Schiene sehr, sehr kurz implementierbar. So, die Frage ist nur, sind Sie sowieso schon in der Microsoft Cloud und kennen das schon alles? Das heißt, Sie müssten es quasi nur noch einspielen und loslegen. Wie schaut es da aus?
Nutzen Sie schon die Microsoft Cloud? Haben Sie schon Office vielleicht oder 365 in Gebrauch? Oder nutzen Sie solche Apps wie Teams oder Planner etc.? Nutzen Sie Power BI schon oder haben Sie sogar schon die Power Apps oder Power Automation, das ehemalige Flow im Gebrauch? Oder nutzen Sie die Microsoft Cloud noch überhaupt nicht? Also U365, hier war natürlich mehr Auswahl möglich, Mehrfachauswahl. U365 nutzen 66%, genauso den Planner und Teams etc. Power BI 38%, Power Apps nur 14% und gar keine Cloud nutzen 23%. Dankeschön. Genau, vielleicht um zum Warmwerden, weil eine neue Oberfläche sucht man erstmal und guckt, und was ist denn das alles? Tatsächlich, das ist diese Standardoberfläche, die wir über die Power Apps Plattform letztendlich dann zur Verfügung stellen können. Und da sind einfach ein paar Dinge drin, auf mich persönlich zugeschnitten. Das ist, war uns ganz wichtig hier. Also meine ausstehenden Projektanträge, in denen ich tatsächlich eine Rolle spiele, sei es als Beantragender oder als Freigeber, ja, verschiedene Rollen natürlich, bestimmte Risiken, um die ich mich kümmern muss, bestimmte offene Punkte oder Probleme, sowie die Projekte, in denen ich als Projektleiter sowieso schon eingesetzt bin. Dazu ein Dashboard, um einen groben Überblick zu verschaffen, wo ich gerade bin. Und jetzt gehen wir wirklich mal in dieser chronologischen Reihenfolge vor und fangen mal mit den Projektanträgen an. Das heißt, wir schauen uns hier wirklich an, wie kommt denn ein Projekt hier in diese Lösung tatsächlich rein? Und die Grundidee dahinter ist natürlich auch eine entsprechende Aufteilung von Rollen und Zuständigkeiten. Auf einem Slide war ganz kurz gestanden, über Gruppen und Rollen können wir berechtigen. Das können wir relativ feingranular machen. Das heißt, wir können dort sagen, wer darf denn Projektanträge erstellen, wer darf sie denn freigeben, wer darf denn Projekte erstellen und wer darf Projekte planen, vielleicht die Finanzplanung im Vergleich zu der, sage ich mal, Meilensteinplanung. Und wir haben natürlich auch eine Teammitgliedrolle, ja, für den lesenden Zugriff darauf. Und das ist sicher einer der großen Unterschiede auch zu dem reinen Project for the Web. Wenn ich da diese Gruppe wie vorhin erweitere oder einen Mitarbeiter dazu nehme, dann kriegen die automatisch auch Schreibrechte auf mein Projekt, was ich vielleicht nicht immer möchte. Ja, das heißt, wir gehen jetzt hier mal sozusagen rein, machen nochmal ein Projekt in PPP, Project Power Pack letztendlich. Da sind bestimmte Dinge einfach tun. Also das ist hier die Demo am so und so vielten, was auch immer. Wertbeschreibung, was fällt mir schon ein dazu? Und logischerweise eine tolle Lösung, die ich gerne hätte. Ich bin jetzt mal der Antragsteller dafür, der das Ganze macht. Und mein Hauptsponsor ist natürlich der Johann Strasser, der das Ganze jetzt dann auch zur Freigabe bekommt. Hier unten bei diesen Finanzdaten kann ich vielleicht nur den Nutzen einschätzen und sage, ja, da sparen wir uns bestimmt 50.000 an anderer Stelle. Und so teuer kann das Ganze eigentlich ja gar nicht sein. Machen wir mal 20.000, dann habe ich das wahrscheinlich drin. Ob wir das Geld dafür haben, überliegt vielleicht schon nicht mehr meiner Auswahl. Momentan habe ich klar alle Rechte, um alles zu machen, aber im wirklichen Leben könnte man es genau so entsprechend eingrenzen. Auch die strategische Bewertung hier unten obliegt mir nicht. Ich möchte aber gerne dieses Projekt vielleicht haben. Das heißt, ich speichere und schließe einfach mal diesen Projektantrag und verlasse mich darauf, dass jetzt im Hintergrund die richtigen Dinge passieren. Dass beispielsweise Hans informiert wird über diesen neuen Antrag, in dem er der Hauptsponsor ist, dass er das bei sich wiederum in seiner Umgebung sieht. Und das schauen wir uns einfach mal an und schalten dazu nochmal den Bildschirm um, um zu sehen, ob das dann tatsächlich jetzt auch den richtigen Weg geht und dort einfach schon wieder zur Freigabe entsprechend mit auftaucht. Ja, so ist das. Das ist meine Liste der Projektanträge. Die steht hier, wird hier oben angeführt mit dem, was du gerade angelegt hast. Ich gehe da mal drauf und schaue mir das mal an. Du willst da eine Demo machen. Das ist eine tolle Lösung. Das ist ja wunderbar, was wir uns da sparen. Das ist auch ganz toll. Dafür habe ich auf jeden Fall Finanzierung. Das ist okay. Die Quelle dafür, ich würde mal sagen, aus unserem Softwarebudget machen wir das. Und die Treiber dafür, die strategische Ausrichtung, naja, die ist, da geht es ja schon um Einsparungen, das ist schon ganz wichtig, das ist hoch, niedrigere Kosten, ja klar, definitiv, wir sparen uns dann eine ganze Menge, verbesserte Mitarbeiterbindung, ja, schon auch, und das Risiko, na, das ist vernachlässigbar gering, und insofern ist das eigentlich eine nette Angelegenheit, oder? Ich glaube, das können wir dann so lassen, das heißt, ich kann hier einfach mal sagen, dass ich hier in die nächste Phase gehen möchte. Und Sie sehen hier ein rotes Pünktchen. Ich kann nur in die nächste Phase gehen, wenn hier auch geschätzte Kosten drinnen stehen. Also hätte Henkelmann die nicht eingetragen, könnten wir da nicht weitergehen. Das geht jetzt hier aber schon. Das heißt, wir gehen in die nächste Phase und ja, wir können es auch noch weiter unterteilen in diverse weitere Phasen, wenn Sie das wollen. Wir haben hier einfach mal als Schluss und sagen, das ist für die Auftragsfreigabe so in Ordnung. Das heißt, für mich ist das Thema erledigt. Ich habe mein
meine Informationen dazu beigetragen. Ich habe das entsprechend eingeteilt und habe es freigegeben und gesagt, aus welchem Geldtopf das alles bezahlt werden soll, und wünsche hiermit dem Projektleiter viel Spaß. Wir machen mal weiter mit dem Projekt, das wir vorher ja schon angelegt hatten. Sie erinnern sich, als wir Project for the Web gezeigt hatten, war das unser erstes Projekt. Und natürlich ist es ja der gemeinsame Datenbestand dahinter. Und jetzt werden wir sehr schön sehen, wie sich die dort schon vorhandene Planung ergänzt über alle Zusatzinformationen, die wir jetzt endlich mit dem Project Power Pack zur Verfügung stellen. Ja, das heißt, hier sind beim Projekt die Dinge, die wir halt übernehmen konnten. Und jetzt schon mal die ersten Zusatzinformationen, wie die Möglichkeit, das Ganze einem Portfolio beispielsweise zuzuordnen. Ja, das heißt, ich habe hier bestimmte Portfolios, die ich vielleicht für meine Projekte habe, und packe dieses Projekt damit rein. Vielleicht habe ich auch bestimmte Programme, die ich hier letztendlich mit habe und in dem Projekt letztendlich mitnehme, sonst könnte ich danach suchen. Also bestimmte übergeordnete Strukturen schon mal zum Projekt. Ich habe KPIs, wir haben da 6 Ampeln einfach mal mit eingebaut, die alle im Standard manuell gesetzt werden, eben durch die Projektleitung. Das ist aber genau dieses Thema Konfiguration im Rahmen der Anpassung oder der Implementierung, dass man sich dort auch Rechenregeln überlegen kann, dass man die Auswahllisten zu gewissem Maß anpassen kann. Also das ist dann tatsächlich immer der kundenindividuelle Teil. Wir sehen aber, die paar Daten, die wir aus Project for the Web bekommen, erweitern wir deutlich schon mal durch die KPIs und durch bestimmte kaufmännische Daten, wie zum Beispiel ein Gesamtbudget für das Projekt. Wo kommt es denn her? Eine Prognose aus Kostensicht, die ja im Project for the Web gar nicht drin sind. Wo kommt das denn her? Sowie vielleicht eine Nutzenbetrachtung, sowohl qualitativ wie quantitativ. Und das ist tatsächlich, was jetzt mit diesem Projekt hier im Project Power Pack tatsächlich passiert. Es gibt natürlich den vorhandenen Zeitplan, der aus dem von uns gemeinsam vorhin aufgebauten Projekt natürlich stammt und den wir jetzt auch einfach weiter verwenden werden. Ja, das heißt, der Terminplan, den wir vorhin schon mal aufgebaut haben, wunderbar, der ist natürlich jetzt schon auch dieses Teil dieses Projektes hier in unserem Powerpack. Und hier oben sehen Sie jetzt die wesentlichen weiteren Funktionen, um dieses Projekt mal weiter zu bearbeiten. Da wird man es jetzt ein bisschen aufteilen, beziehungsweise die Daten vielleicht auch mal gegenseitig zuspielen. Und ich würde mal sagen, Hans, vielleicht während ich im Ressourcenplan mal den Mitarbeiterbedarf einschätze, könntest du ja schon mal ganz grob in die Finanzen gehen und dort sozusagen die Top-Down-Budgetierung des Projektes einfach mal vornehmen. Ja, dann müssen wir nicht dauernd hin und her schalten, dann machen wir mal diese beiden Dinge parallel, dass man auch sieht, dass wir da auch gemeinsam drin arbeiten können. Das heißt, du dich um die Finanzen kümmerst, dann kümmere ich mich hier um den entsprechenden Ressourcenplan und sag mal, wen brauchen wir denn für dieses Projekt, um hier entsprechend vielleicht für dieses Jahr die benötigten Kapazitäten einfach mal eingeben zu können. So, das Jahr habe ich mal gesetzt. Jetzt wird noch entsprechend hier ein Eintrag letztendlich generiert. Und dann habe ich hier letztendlich eine Auswahlmöglichkeit für Ressourcen. Das können Mitarbeiter sein oder auch generische Ressourcen. Vielleicht brauche ich den Herrn Fettke, ja, für das Thema Integration bei uns beispielsweise. Dann kann ich hier schon mal sagen, ist das Ganze jetzt vorgeschlagen oder zugesagt? Das heißt, wir haben da perspektivisch auch die Möglichkeit, eben einen Antrags- und Zusageprozess für Ressourcen mit unterzubringen, der natürlich dann die Teamleiter entsprechend mit einbezieht. Vom Herrn Fettke brauche ich hier im Mai vielleicht 5 Tage und im Juni brauche ich dann nochmal 12 Tage. Und das führt natürlich dann hinterher dazu, dass dafür ein gewisser Ressourcenbedarf ausgelöst wird, der natürlich auch in den Reports nachher zu sehen sein wird. Ja, das heißt, mal die erste Ressource sozusagen hier hinzugefügt. Machen wir mal noch eine zweite Ressource da rein und sagen, okay, brauchen wir noch einen zweiten Mitarbeiter an dieser Stelle. Dann nehmen wir den Herrn Niebel noch mit dazu. Und sagen auch hier an dieser Stelle, da hatte ich schon mit dem Teamleiter vielleicht sogar gesprochen, der hat ihn mir auch schon zugesagt und der wird im Juni hier mal 3 Tage brauchen und im Juli vielleicht nochmal 5 Tage. Also Top-Down-Planung, fragt man sich, warum machen wir das denn eigentlich? Wir haben doch den Projektplan da hinten auch schon mit den einzelnen Vorgängen, denen ich Mitarbeiter einplanen konnte. Ja, das stimmt, aber wir haben sehr, sehr häufig den Wunsch von unseren Kunden, die sagen, Terminplan in allen Ehren, aber wenn ich so ins Projekt reingehe in einer relativ frühen Phase, dann habe ich vielleicht noch nicht unbedingt alle Arbeitspakete logischerweise, noch nicht mal unbedingt den Phasenplan. Ich habe aber schon ein ganz gutes Gefühl, wann ich welche Kapazitäten brauche, um dieses Projekt beispielsweise mal durchzuführen. Das heißt, wir können diese Top-Down-Planung hier später natürlich auch mit der Bottom-Up-Planung aus dem echten Projektschedule zum Beispiel mal vergleichen. Also verschiedene Möglichkeiten hier tatsächlich reinzugehen, auch über verschiedene Jahre hinweg zu planen, wo es vielleicht noch gar keine Aktivitäten gibt. Ja, vielleicht Projekt über 3 Jahre. Der Terminplan ist aber nur bis zum Jahresende geplant. Trotzdem möchte ich schon mal Daumen im Wind schätzen, wie viele
dieser Kapazitäten ich denn beispielsweise brauche, wie ich das Ganze speichere. Sehen Sie auch, dass hier die Abteilungen zum Beispiel nachgezogen werden. Woher kommt es? Ja, wir haben eben auch so einen zentralen Ressourcenpool hier aufgebaut. Sparen wir uns mal ganz kurz, indem sowas wie Mitarbeiter mit Abteilungszugehörigkeit, mit Kosten setzen. Große Erweiterung gegenüber reinem Product for the Web. Das hat nämlich gar keine Kosten. Und die Kostensätze können natürlich dann wiederum genutzt werden, um hier eine Projektkostenplanung letztendlich durchzuführen. Also Ressourcenbedarf geht direkt ins Reporting, dann über alle Projekte hinweg. Schauen wir mal, was vielleicht auf der Finanzplanung inzwischen schon erfolgt ist. Okay, da ist jetzt noch nichts dazu gepackt. Hans, planst du diese Finanzen noch oder sollen wir das überspringen? Ja, dann muss ich vielleicht mal. Ah, okay, ja, wer refresht, ist besser dran. Okay, genau. Hatten wir ja vorhin schon, als ich mein Projekt gesucht habe. Also hier wurde inzwischen budgetiert, interner Aufwand und Software unterschieden eben nach OPEX und CAPEX an dieser Stelle. Da wurden entsprechende Finanzmittel auch schon mal eingeplant, die natürlich insgesamt dazu führen, dass dieses Projekt jetzt schon die ersten aggregierten Aussagen hat. Ja, wir können jetzt plötzlich ein Budget ableiten. Neben Budget gibt es auch Prognosezahlen und Ist-Zahlen, die ich hier ergänzen kann. Und das Ganze taucht natürlich hier vorne wiederum bei den Projektdetails auf. Das heißt, ich kann hier einfach mal ins Budget gehen und kann an dieser Stelle sagen, okay, das Ganze hätte ich jetzt ganz gerne mal berechnet aus den Zahlen, die wir im Budget offensichtlich hier hinterlegt haben. Und wie gesagt, da könnte man dann noch eine Prognose gegen das Budget legen, wir können die Ist-Kosten dagegen legen, wir können den Nutzen gleich noch mal erfassen und das machen wir jetzt mal so peu à peu, dass wir dieses Projekt hier einfach schön erweitern. Was sind die wichtigsten Funktionen jetzt im weiteren Verlauf? In unserem Zeitplan, Terminplan, hatten wir ja Meilensteine zum Beispiel drin. Da war eine Analyse drin und da war ein Prototyp drin. Das waren unsere beiden Meilensteine. Das Ganze hier natürlich komplett eingebunden, ja, in die Planungsoberfläche von unserem Product Power Pack. Diejenigen, die gerne ein bisschen mehr Platz auf dem Bildschirm haben, die können das Ganze hier natürlich auch einfach direkt nochmal im Vollbild öffnen und dort entsprechend bearbeiten. Wichtig aber, die Meilensteine aus dem Projektplan hier dienen uns dazu, genau diese Meilensteine zu klassifizieren. Das heißt, ich kann hier reingehen und kann sagen, jawohl, das sind bestimmte Meilensteine, aha, da warst du auch schon fleißig, die dann hier mit einem bestimmten sozusagen Schlüssel versehen werden, um zu sagen, das ist ein Kundenmeilenstein, das ist ein Zahlungsmeilenstein oder wir haben eben einen Stage-Gate-Prozess, den wir hier entsprechend auch abbilden wollen. Also, Terminplan dient uns als Zusatzinformation, um bestimmte andere Funktionalitäten hier zu füttern. Was da vielleicht nochmal ganz interessant ist, wir haben auch hier nochmal ein bisschen mehr nachgelegt und haben gesagt, naja, wenn ich schon solche Meilensteine habe, die einfach wichtig sind fürs Unternehmen, dann möchte ich dort vielleicht auch bestimmte Zusatzinformationen beispielsweise hinterlegen. Ja, das heißt, bestimmte Daten kommen hier sozusagen aus dem Schedule, aber jetzt kann man beispielsweise reingehen, kann Notizen hier reinschreiben und kann beispielsweise sagen, okay, wir haben hier vielleicht jetzt die Möglichkeit, Status unklar und ich schreibe mal auf, haben wir alle Anforderungen dafür beispielsweise. Ich kann Attachments letztendlich mit dranhängen, könnte Dokumente mit dranhängen und so letztendlich dokumentieren, wie sich dieser Meilenstein beispielsweise entwickelt hat, wenn wir dann in eine klassische Meilensteinfreigabe oder eben auch in eine Reifegradbewertung oder Messung dieses Projektes einfach mal kommen wollen. Also das mal sozusagen die Möglichkeit hier, sowas mit weiteren Informationen nochmal anzureichern. Im Projekt selbst können wir jetzt noch ein paar andere Dinge tun. Statusaktualisierung geht gleich mal in dieses Thema Statusbericht. Dazu sollten wir aber hingehen und noch ein paar weitere Dinge in der Umgebung beispielsweise anreichern. Hans, wir können auch gerne mal umschalten zu dir. Dann machst du vielleicht noch mal ein paar Risiken und Probleme. Und ich kümmere mich im Hintergrund mal um die Nutzenbewertung dieses Projektes. Dann haben wir da auch noch mal ein bisschen Wechsel sozusagen hier in der Präsentation. Ich habe schon mal natürlich auf die Seite Probleme gewechselt. Sage hier mal ein Problem erstellen. Und der Name des Problems ist, was haben wir heutzutage? kein Mitarbeiter, zu wenig Mitarbeiter im Büro, oder? Zu wenig Tester vielleicht. Ja, wir wollen ja auch mal was tun dabei. Alle Leute sitzen im Homeoffice, nicht alle haben schon einen Zugang zugewiesen an, das sollte sich vielleicht tatsächlich der Thomas gleich selber drum kümmern, dass da wieder mal Leute reinkommen. Bitte kommt doch wieder ins Büro. Online geht es halt noch nicht, soweit sind wir noch nicht. Die Kategorie, ja, das drückt auf unseren Zeitplan, das ist ein Problem.
beziehungsweise ja, Umfang, je nachdem, das ist immer die Frage, wenn man es eintütet. Fälligkeitsdatum, naja, wenn sie jetzt nicht bald kommen, also Ende der Woche, hier Ende nächster Woche am 22. sollte da schon was drinnen sein. Die Priorität ist durchaus hoch und die Lösung ist, ja, oder die Diskussion ist eigentlich, es sind zu wenig Leute da, das muss man eigentlich umdrehen. Die Lösung ist eigentlich das, dass die Leute wieder herkommen und hier ist es eigentlich, wir haben zu wenig Leute zum Testen. So, das kann man speichern und natürlich kann man da diverse andere Sachen weiter eingeben. Also ich meine, das ist eine Liste, die im Hintergrund liegt. Ich glaube, das können Sie sich vorstellen, dass das einfach immer entsprechend weitergeht. Ja, es ist völlig beliebig, wie Sie Ihre Listen hier zusammenstellen und welche Felder da drinnen sind. Da gibt es einfach einen Standard von uns. Jetzt haben wir mal ein Problem angelegt und jetzt legen wir noch ein Risiko dazu an. Da gibt es auch eine grafische Darstellung dazu. Das heißt, ich sage jetzt hier mal ein Risiko. Und das könnte sein, dass, naja, Covid ist schon ein bisschen ausgelutscht heute, aber vielleicht fällt ja der Strom aus, oder? Strom könnte ausfallen. Vielleicht eher unwahrscheinlich, aber mei, Risiken sollte man immer beachten. Und Thomas ist der Typ, der sich echt hier um alles kümmern muss. Das hänge ich ihm auch mal um. Der Status ist aktiv. Die Kategorie ist eine andere. Das Fälligkeits, ja, am Wochenende soll da was passieren, beziehungsweise machen wir es doch realistischer. Unsere Klimaanlage ist letztens tatsächlich ausgefallen. Die Klimaanlage, da wird tatsächlich dran rumgeschraubt im Moment. Und die Beschreibung ist, wenn wir Server runterfahren müssen, ja, weil es zu heiß wird, können wir nicht weiter entwickeln und so weiter. Ja, ist jetzt keine Stunde im Risikomanagement. Der Minderungsplan wäre ja, Tür aufmachen. Vielleicht ist ja jemand dort, der das die ganze Nacht macht und der Notfallplan wäre in die Cloud umziehen. Dann können wir unseren Server nämlich in unseren Serverraum gemütlich überhitzen. Wir können auch alles abdrehen, wenn unsere Dinge in der Cloud laufen, haben wir kein Problem. Und Beschreibung des Auslösers, naja, Überhitzung. Warum auch immer und woher sie kommen möge, werden wir dann ja sehen. So, das Ding speichern wir, beziehungsweise Stopp. Wir wollen ja noch sagen, wie es hier ausschaut mit der Wahrscheinlichkeit. Naja, das ist doch durchaus hoch eher bei uns. Die Konsequenzen sind tragisch, wenn das daneben geht. Und die Kosten, die wir dabei hätten, naja, Umzug in die Cloud, keine Ahnung, naja, was weiß ich, das wird eine Weile dauern. 5.000 Euro, muss auch ein bisschen Zeit dafür rechnen. Und für Exposition über einem Stellenwert vermutlich wäre das Thema. Datendetails haben wir jetzt, glaube ich, einige eingegeben. Ich habe wir haben ein ziemlich gutes Bild zu diesem Projekt schon. Man könnte jetzt den Nutzen zum Beispiel nochmal hochrechnen fürs Projekt hier unten, also den Gesamtnutzen beispielsweise neu berechnen. Die Risiken haben wir in der Risikomatrix, genau. Das sind ja die klassischen Dinge, aber das sind natürlich alles Informationen aus einem Projekt. Ja, das ist natürlich schon ganz wichtig. Das heißt, wenn wir uns jetzt einfach nochmal anschauen, was man mit diesen Daten jetzt dann tatsächlich insgesamt nochmal anstellen kann, hatten wir ja schon gesehen, dass es zum einen darum geht, hier bei diesen Projektdetails regelmäßig mal bestimmte Dinge sozusagen hochzurechnen. Ja, wie zum Beispiel den gesamten Nutzen des Projektes einfach mal hochzurechnen, die Ist-Daten später mal hochzurechnen und so weiter. Jetzt noch wichtiger aber das Thema Reporting. Reporting heißt bei uns eben, einen Schnappschuss der Projektdaten zu ziehen. Das heißt, ich gehe hier rein und erstelle sowas wie den Prosa-Teil letztendlich für meinen Statusbericht. Ich sage mal, alles im Plan ist zum Beispiel meine Zusammenfassung. Was haben wir gemacht an Maßnahmen? Was muss gemacht werden? Was kommt noch? Was muss der Sponsor beispielsweise tun? Und das alles führt dazu, dass eben im Hintergrund ein Schnappschuss der Daten gezogen wird, die dann auch in den entsprechenden Status des Berichts des Projektes mit übernommen werden. Dazu nutzen wir im Hintergrund eben ein großes Report-Pack, nämlich Richtung Power BI. Und da gehen wir jetzt einfach mal kurz rein und schauen uns hier einfach mal an, wie denn hier tatsächlich sozusagen die Berichte aussehen, die wir jetzt aus diesem TPG Project Power Pack letztendlich zusammenstellen.
So, sollte jetzt eigentlich hier an dieser Stelle auch kurz geladen werden. Schauen wir mal ganz kurz. Okay, gehen wir ins Portfolio-Dashboard. Dann sehen wir auch was. Klar, Berichtswesen ist Berichtswesen. Ja, da müssen wir nicht nochmal alles wiederholen. Wichtig ist aber, dass eben die Daten zu diesen Projekten hier natürlich insgesamt aus dieser gemeinsamen Datenhaltung kommen, hier natürlich auch entsprechend angezeigt werden. Und jetzt gehe ich mal auf eins der Projekte, die hier eben auch schon mal drin waren. Das heißt, ich kann hier tatsächlich abspringen aufs einzelne Projekt. Letztendlich, um mir dann Details zu hören. Also Drill-Down-Informationen zum einzelnen Projekt beispielsweise. Und an der Stelle gehen wir einfach mal auf den Projektreport. Aktualisiere ich noch mal kurz. Dauert einen kurzen Moment, sehe ich hier gerade. Weil, warum mache ich das? Die Daten, die wir jetzt erzeugt haben für unser neues Projekt aus der Demo, liegen natürlich jetzt in dem Datenmodell, aber das müsste natürlich jetzt auch erstmal im Hintergrund aktualisiert und refreshed werden. Ja, der Report macht das aber nicht ständig. Das heißt, ich würde jetzt tatsächlich hier reingehen und sagen, okay, vielleicht für ein bestimmtes Projekt, das ich hier einfach mal drin habe, suchen wir es uns mal raus, holen wir uns mal die entsprechende Datenhaltung, die dann auch für diesen Projektstatusbericht gezogen wird. Lassen wir das Ganze kurz refreshen. Ja, das heißt, wir haben hier jetzt mal für ein Projekt, das eben diese Daten auch im Bauch hat, genau diese Übersicht, ja, mit Projektstammdaten, mit den Ampeln, den KPIs, mit den Kosten, mit den Aufwänden, die letzte Information zu dem entsprechenden Statusreport, der da letztendlich angelegt wurde, die Meilensteine, Risiken, offene Punkte, Aktionen und alles, was eben in diesem Projekt mitgeführt wurde. Also in Summe eine runde Lösung für das Projektmanagement mit allen Details, die man typischerweise braucht, um ein Projekt letztendlich durchzuführen, auf der Basis der Terminplanung, die eben mit Product for the Web heute auch schon verfügbar ist und die wir hier einfach nahtlos letztendlich integriert haben. In Reports, die hier letztendlich drinstecken, leiten sich einige Reports ab, die entweder aus diesem Request-Bereich kommen oder die eben aus dem Einzelprojekt bzw. Portfolio-Bereich kommen. Ja, Einzelprojekt hat man schon mal gesehen. Hier haben wir jetzt ja mal Projekte sozusagen nach Portfolio letztendlich markiert. Das heißt, natürlich können wir jetzt auch hier abspringen in das Einzelportfolio und uns die Details letztendlich dazu mal anschauen. Ja, und wenn ich jetzt hier sozusagen auf diesem Portfolio-Report letztendlich abspringe, dann gibt es halt hier an den Berichten immer wieder die Möglichkeit, sich hier sozusagen, während ich im Report bin, die entsprechenden Details nochmal einblenden zu lassen. Warte mal ganz kurz, das ist glaube ich noch am Laden hier. Genau, die Kreise drehen alle noch ein bisschen vor sich hin. Das müssen wir kurz abwarten, weil sonst auch diese Inline-Grafiken sozusagen erst nachgeladen werden. So, jetzt müssen wir langsam zum Punkt kommen. Ja, das heißt, hier auch immer die Möglichkeit, mal einfach mit der Maus auf ein sozusagen Portfolio zu gehen, das Ganze dann mal nach Programm runterzubrechen beispielsweise, also innerhalb des Portfolios das Aufbrechen nach Programm. Natürlich sind das auch alles aktive Filter. Das heißt, wenn ich hier oben entsprechend reingehe, filtern sich natürlich die Daten unten auch nochmal entsprechend. Also das ist jetzt vielleicht so ein klassischer sozusagen Projektreport für Dinge, die im Projekt sind. Also hier sieht man letztendlich auch schon, ich kann dann im Projekt sozusagen auf die Projektdetails abspringen, machen wir das einfach mal, oder doch den Projektnamen hatte ich ja vorhin schon gezeigt auf den Status Report. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal in eins der Projekte hier letztendlich rein, gehen mal auf die Projektnummer. Hier unten sieht man, jetzt bin ich an der richtigen Stelle, die einzelnen Reports, die wir mitliefern, insgesamt etwa 40 Stück. Ja, das heißt, zum Projekt können wir uns halt die Finanzdaten entsprechend beispielsweise wieder anschauen, also alles, was im Projekt sozusagen an Geld mal geplant und vielleicht auch ausgegeben wurde, auch über die Zeit, ja, auf Basis der Dinge, die hier letztendlich eingeplant sind. Wir können uns mal die Liste der Issues vielleicht anzeigen lassen in diesem Projekt und vielleicht welchen Einfluss sie möglicherweise auf irgendwelche Termine haben, ob sich jemand darum gekümmert hat beispielsweise oder ob es immer noch offen ist. Natürlich die Risiken. Vielleicht gibt es irgendwelche Änderungswünsche, Change Requests beispielsweise, haben wir vorhin gar nicht gezeigt, aber die sind natürlich Teil eines Projektmanagements. Das heißt, hier ist sozusagen auch eine Change Request Liste mit dabei. Mögliche Maßnahmen, die sich daraus ableiten, die Lessons Learned, vielleicht nochmal die Nutzen des Projektes, ja, sowohl qualitativ wie quantitativ und das Ganze auch über die Zeit beispielsweise. Was davon ist auch schon erreicht worden im Projekt, über die regelmäßige Messung der Nutzen. Also viele, viele Dinge, die sozusagen aus dem Projektmanagement-Kontext eines Projektes letztendlich generiert werden. Und zu guter Letzt, wenn es noch gepflegt ist, hier auch vielleicht die entsprechende Stakeholder-Analyse. Wer ist sozusagen in diesem Projekt, ja, mit welchem Einfluss und mit welchem Einbeziehen in das Projekt, plus natürlich einem entsprechenden sozusagen Strategie, wie wir diese Stakeholder oder Interessensvertreter dann im Projekt beispielsweise einbauen. Also
Durchgängiges Look and Feel, alles basierend auf den Daten, die wir in dem Product Power Pack letztendlich haben. Klar, bestimmte Informationen wie die Timeline, die kommen natürlich jetzt aus dem Planungsfrontend für die Terminpläne, also in dem Fall aus dem Product for the Web, das wir hier auch einfach nochmal sozusagen visualisieren. Klar, da gibt es aber auch die entsprechende natürlich Terminplan. Darstellung im Gantt-Chart direkt im Product for the Web, aber wir wollten ja ein einheitliches Paket machen, das eben im Power BI diese Sachen auch dann letztendlich mal vergleichbar letztendlich zur Verfügung stellt. Also das mal so ein typischer Report vielleicht aus einem Einzelprojekt heraus, und jetzt hat man ja vorhin schon auch gesehen, dass wir eben Projektanträge auch unterstützen. Das heißt, hier auch mal zu zeigen, welche Projekte sind denn momentan noch in einer Antragsphase und müssten natürlich auch vielleicht schon nächstes Mal bearbeitet werden. Ja, einfach um mal zu sehen, okay, welche sind vielleicht besonders interessant von diesen Projekten. Value Statement von Test und Test ist jetzt mal so mittelspannend an der Stelle, das ist schon in Ordnung. Aber es geht ja auch darum, dass man hier letztendlich dann mal reingeht und sagt, okay, warum ist vielleicht dieses oder jenes Projekt besonders interessant und wie kann es sein, dass es hier vielleicht noch nicht freigegeben wurde, plus vielleicht die Projekte einfach mal zeigen, die hier rejected wurden, was sind es denn für welche? Welche Projekte wurden denn beispielsweise abgelehnt? Wie auch immer. Ja, alles Standardinformationen, die natürlich in so einem Power BI einfach sehr, sehr schön funktionieren, weil man eben reingehen kann und immer interaktiv filtern kann, weil man bestimmte Dinge sozusagen schon zusammengezogen hat, plus vielleicht entsprechende Zusatzinformationen. Und wie gesagt, das alles durchgängig passend zu den Feldern, wohlgemerkt zu den vielen, vielen Zusatzfeldern, die wir eben in dem Project Power Pack zusätzlich zu der Project for the Web Datenhaltung aufgebaut haben.